Weiter geht's mit dem Projekt APTR von... Von Leo, Simeon, Niklas, Niklas, Milan und Yannick. Und Patrick und David waren die beiden Mentoren. Und da reihen sie sich auf. Viel Vergnügen. Applaus. Ja, wir sind das Team APTR, das steht für Accessible Public Transport Routing und wir haben etwas gemacht, was Routing ähnlich zum Bahnnavigator nur mit Einbezugnahme von Live-Daten zu Aufzügen macht. Genau, die ausgehende Problemstellung war nämlich, dass das normale DB-Routing nicht bedenkt, wenn ein Aufzug kaputt geht. Also man kann zwar sagen, okay, ich bin Rollstuhlfahrer, ich hätte gerne eine Route, die Aufzüge hat, aber eben wenn einer mal im Laufe des Tages kaputt geht, dann wird der Navigator einen nicht umleiten und deswegen haben wir Projekte genommen und Live-Daten damit eingebunden. Ja, dazu haben wir uns ein Programm genommen, das heißt Open Trip Planner, das in einigen Städten in den USA verwendet wird bereits und das ist freie Software. Und als Frontend haben wir DigiTransit genommen, das ist ein Frontend, also eine Darstellung der Daten, die von der finnischen Verkehrsbehörde entwickelt wurde und auch als freie Software zur Verfügung steht. Und dort haben wir dann versucht, das Routing eben so anzupassen, dass die Live-Daten berücksichtigt werden. Genau, damit hatten wir allerdings ein paar Probleme und zwar dieser Open Trip Planner ist schon etwas älter und es gab mehr als 200 To-Dos, die im Code drin standen, aber auch Anmerkungen von den Entwicklern, die anscheinend nicht mehr genau wussten, was die Funktionen taten, wie zum Beispiel die Anmerkung, what does that even mean, why are there so many columns and numbers oder auch ein Funktionsname, do something. Genau, aber dazu gab es auch noch die Probleme, jede der Verkehrsbehörden hatte hatte für die Station eine eigene Nummerierung. Jeder Aufzug hat von der Deutschen Bahn eine Nummer bekommen, die kann man mit einer anderen API oder einer Schnittstelle der Deutschen Bahn umwandeln in die DB-interne Stationsnummer, die dann wieder umgewandelt wird in die globale Stationsnummer und die wird dann von unserem Verkehrsverbund in eine weitere Stationsnummer namens ASS umgewandelt. Und um erstmal dieses Nummernchaos zu beheben, haben wir dann ein Backend geschrieben, was ein Express-Server in Node.js ist. Das verknüpft die verschiedenen Datensätze von der Deutschen Bahn und vom VRS und gibt so unserem Frontend quasi ein Objekt, was dann benutzt werden kann. Und dieses stellt dann quasi die Daten als API, also Schnittstelle zwischen Programmen zur Verfügung. Und nun kommen wir zu einer Live-Demo, wenn sie funktioniert. Genau. So, hier sehen wir das Interface von DigiTransit. Und jetzt haben wir hier eine Route von, ich glaube, wo war das? Von Troisdorf nach Hamm, Westfalen. Und jetzt sehen wir noch das ist eine Strecke, die aktuell mit einem kaputten Aufzug, beziehungsweise wo ein kaputter Aufzug im Köln-Bonner Flughafen ist. Aber das müssen wir ja irgendwie beheben. Also gehen wir in die Einstellungen, dann die Barrierefreiheit einstellen. Und jetzt werden die Routen neu berechnet und man kann sehen, dass keine Route mehr über diesen Köln-Bonner Flughafen gehen, sondern eine Station davor oder danach anhalten, beziehungsweise zum Umsteigen genutzt werden. Wie es sich bei Jugendhakt gehört, haben wir auch den ganzen Code, den wir geschrieben haben und die Projekte, die wir angepasst haben, für das Projekt auch öffentlich auf GitHub zur Verfügung gestellt. Und zum Schluss geht nochmal ein herzlichen Dank raus an Elescore. Das ist ein Projekt, das die Aufzugsdaten der Bahn
aufbearbeitet und weil die geben immer zurück, was aktuell kaputt ist und man mit Eliscore haben wir zum Beispiel auch so einen Verlauf und wir haben auch nicht nur die Daten, wann es eine Änderung gab in dem Zustand eines Aufzugs innerhalb der letzten paar Stunden, sondern ich kann auch sehen, wenn ein Aufzug vor einem Jahr kaputt gegangen ist und der immer noch kaputt ist. Dann an die so halb funktionierende API der Bahn, die haben so eine Open-Data-Schnittstelle, aber wie das bei Open-Data häufig ist, gut gemeint ist meistens nicht immer gut gemacht. Das ist hier leider auch der Fall. Dann haben wir vom VRS, das ist hier ein Verkehrsverbund hier irgendwo in der Nähe, von dem haben wir so auch eine Tabelle, weil wir ja diese IDs miteinander irgendwie verknüpfen müssen. Da haben wir eine sehr große Tabelle bekommen. Ja, vielen Dank an Benny für das Logo-Entwurf und vor allem natürlich der Orga für dieses super tolle Event. Ach, und natürlich unsere Mentoren, die dürfen wir nicht vergessen, die haben uns auch sehr viel geholfen. Vielen Dank. Ich habe eine Frage. Hat Benny eigentlich schon einen Designerin-Badge bekommen? Das wäre ganz gut. Ja! Ein bis fünf. Ein bis zehn.